1-0. Wow! Der aktuelle Stand, was die schnellsten Runden angeht. Magdanisch ist vorne bei dir mit der 1,54er. Mensch, ich hab da etwas verpasst, was interessant ist, was ich auf meinem Bildschirm sehe. Mit dem Magdanisch. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch schnell anschauen könnt. Und zwar hat sie, war der Marc drauf und dran, den Andrew zu überrunden. Und Andrew hat einen Fehler gemacht, dreht sich und ich weiß nicht, trifft er ihn? Er trifft ihn, glaube ich, noch ganz leicht. Ja, er trifft ihn noch. Er müsste da ein Stück zurückspulen. Kriegen wir das noch ein, Christoph? Bei 40 Sekunden ist es im Moment. Ja, ich muss da eben. Ja, ich habe gerade eben ein paar Zuschauerfragen mir durchgelesen, die wir natürlich gleich alle beantworten. So, spulen wir mal eben zurück. Sieht jetzt. Oh, da sehen wir es. Ja, ach, was macht der? Der humpelt da in drüber, hast du das gesehen? Hier, ja. Wir sind da jetzt auch mal. Guck dir das an! Ja. Der hat das Lenkrad geradeaus und fährt drüber. Ist das genial. Ja, Da verliert er das Auto, muss korrigieren und dann sagt er sich, wenn ich es schon nicht kriege, dann nehme ich zahlen kann. Ja, und jetzt einmal auf die. So. Hier sehen wir es. Ja, Auto da kommt er zurück auf die Strecke. Oh, Freunde! Dann dreht er sich nochmal. Ja, der hat ihn erwischt, ja, da hinten. Krack! Ja. Ja. Wobei interessanterweise keine Verformung zu sehen war. Ja, darum. Aber die Autos sind auch sehr stabil gebaut, das muss man schon sagen. Ja, Sebastian, dann bringen wir uns erstmal bei dir. Schön, dass du hier warst. Schön, dass du der Erste warst, der es, der über eine rote Ampel gefahren ist in dieser Saison. Ja, das wird jetzt auch in jedem Saisonrückblick noch gezeigt. Ja, und ja, wir haben heute so einiges schon für den Saisonrückblick gesammelt. Ja, und dann natürlich auch wieder das Best of Sim MB Sim Racing 2012 Video, Dan. Oh nein! Ja. Und Award bist du damit jetzt auch nominiert, falls wir sowas machen. Welcher? Kategorie, nennen wir sie dümmstes Manöver? Nee. Danke. Müssen wir gucken. Könnt ihr mal eine Beschreibung machen? Genau. Ja, genau. Was ein. Da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall dir noch einen schönen Abend und hoffe ich, sehen und hören wir uns dann am. Drei Wochen, ne? Drei Wochen? Ja, so ist es. In drei Wochen dann in. Lang. 14.04. Ja, der 14.04. ebenfalls 2 Stunden Sepang, Malaysia. Genau so ist es. Gut, ich mache mich wieder an Arbeit als Live Race Control. Ja, herzlichen Dank fürs Vorbeischauen, Sebastian. Schönen Abend. Ja, immer wieder gern. Jo, euch auch. Danke. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Rennen so weitergeht, wie wir es bisher hatten. Acht Autos haben wir, glaube ich, im Rennen, richtig? Lass mich mal gucken. Die Übersicht, ja, 8 Autos haben wir noch drin. Ja, und noch 37 Minuten. Genau, müssen die, sag mal, Christoph, müssen die doch mal jetzt kommen an die Box? Ja, die LMP auf jeden Fall und die 1er, ja. Ja, und die LMP2, der Stefan Travaglio ist ja bei 55 Minuten, glaube ich, erst rein. Richtig, der ist nach Halbzeit gekommen. Daher denke ich mal, dass die LMP2-Fahrzeuge jetzt nicht mehr planmäßig reinholen bei den GT1. Das haben wir verpasst mit den GT1. Aber ich habe einige gesehen, die waren auch über eine Stunde unterwegs. Also von daher denke ich mal, das ist jetzt nur noch die LMP1 drin, weil sie nochmal reinfahren müssen. Wir werden es gleich sehen. Genau. Wichtig ist auf jeden Fall, während wir hier jetzt gerade Marc Danisch sehen, der hat ja einen Vorsprung von jetzt gerade live 48,2 Sekunden. Das ist ein guter Vorsprung, da kann man sich mit, ja, zurücklehnen will ich nicht sagen, aber da kann man schon entspannt mitfahren. Aber wir haben eben bei der Überrundung gesehen, du musst die Konzentration hochhalten. Die passiert irgendwie ein blöder Fehler, du schlägst rückwärts ein, der Spoiler ist weg und schon ist das ganze Rennen auf den Kopf gestellt. Also ich glaube, diese Konzentration jetzt hochzuhalten, wird auch noch so eine Sache sein hier für den Marc Danisch. Kann der das? Ist der mental so gut? Danisch auf jeden Fall, ich denke mal, das sind alle, weil
jeder von denen, die jetzt noch mitfahren und die aufgeschrieben sind, sind auf jeden Fall, bevor sie hier angefangen haben, schon irgendwo mal ein Endurance-Rennen fahren. Sei es wie zum Beispiel Sebastian Kowalke, die 24 Stunden der Lazard von sim-racing.de damals noch. Ja. Ja, die gibt's ja nicht mehr, ist ja jetzt alles .org. Naja, ich muss ja auch so geben, ich bin ja auch Endurance-Fan, also ich bin viermal die 24 Stunden Nürburgring Nordschleife gefahren, ich bin hier ich war eigentlich nur Langstreckenfahrer, ja. Ja, ansonsten... Verbremser jetzt gerade hier von Schmich. Ja, ansonsten, Manuel, wie wär's mal, wenn wir mal so ein bisschen Motorsportkunde machen würden und einfach mal erklären, was die LMP1 und die LMP2 ist, was das genau ist. Ja, auf dem Gebiet bist du der Experte, Christoph. Das Feld überlasse ich mal dir. Ich glaube, da kannst du einiges mehr zu sagen. Ja, erzähl mal den Unterschied. Wo liegt der? In der Leistung, klar. Wo ist er noch? Ja, fangen wir erstmal an mit dem Gewicht. Also, bis 2005 gab es ja die LMP1 noch gar nicht und die LMP2. Das hieß ja damals alles noch LMP900-Klasse. LMP 900, weil da das Mindestgewicht 900 Kilogramm war. Gab es noch die LMP 575 mit dem Mindestgewicht Kilogramm. Ab 2006 hat sich der Veranstalter ACO gedacht, das haut nicht mehr so richtig hin, beziehungsweise wir könnten ja mal was Neues machen. Wir nennen einfach so die Klassen um. Gleiche war auch mit den GTs. Damals gab es die GT und die GTS, also Gran Turismo und Gran Turismo Sport. Die GT waren zum Beispiel, hier, die Corvette zum Beispiel, und die GTS, das war zum Beispiel Ferrari 360 GTC damals, ja, oder Porsche 996 RSR, das war die GTS-Klasse. So. Ich hoffe, ich verwechsel es jetzt, ich weiß auch nicht alles. 2006 hat der ACO dann die Klassen umbenannt in LMP1. Und da ist das Mindestgewicht 925 Kilogramm, ein Hubraum bis 6 Liter Hubraum, also 6 Liter Saugmotoren, sei dazu gesagt. Bei Turbomotoren sind es 4 Liter. Bei Dieselmotoren, wie zum Beispiel den Audi R10, sind es 5,5 Liter Hubraum. Und seit 2008 außerdem bis 6 Liter Hubraum bei GT1 Motor. Homologierte Motoren, muss man ja dazu sagen. 2009 haben wir nochmal das Reglement verändert, da waren dann sogar bis 7 Liter Hubraum, das heißt die Corvette R-Motoren könnte rein theoretisch mit ein paar Modifizierungen auch in so ein LMP1 drin sein. Ja, die LMP2 Mindestgewicht seit 2006 775 Kilogramm Hubraum. Ja, das sind die etwas leistungsniedrigen, die haben nur 3,4 Liter Hubraum bei 8 Zylinder Saugmotoren, beziehungsweise 2 Liter bei 6 Zylinder Turbomotoren, keine Bi- oder Twin-Turbomotoren, das war ja bis 2005 alles noch, diese Bi-Turbo-Monster-Fahrzeuge, wie man sie genannt hat, oder der Twin-Turbo, was auch immer, ich kenne da keine Fahrzeuge, die irgendwie Twin-Turbos drin hatten. Dann, um jetzt auf die GT zu kommen, hat man ja auch die GTs umbenannt. G in GT1, GTS in GT2. Das war ja alles schön gut. Und dann hat der Veranstalter, nämlich der ACO, mit der FIA und der SRO eingesehen, die Instandhaltung dieser GT1-Fahrzeuge, das wird alles zu teuer. Und allein Aston Martin hat Ende 2010 und 1 Million Euro gekostet, ja, ein Aston Martin DBR9, muss man dazu sagen, und der Porsche Aero Spyder Aero, hatte ich ja eingangs in der Sendung gesagt, kostet ungefähr 1,5 Millionen Euro, also da könnte man am besten noch ein LMP2-Programm draus machen. Da müsste ich eine Weile für sparen, ja. Denk mal viele, also ob da ein Leben ausreicht, das weiß ich gerade gar nicht. Ja, aber okay. Wenn man jetzt solche Motoren hört wie 5,5 Liter, 6 Liter, ich glaube, da kann sich auch jetzt der Zuschauer, der
mit dieser Rennserie oder mit der Technik an sich nicht so viel anfangen kann, der aber zu Hause sein, weiß ich nicht, 1,5 oder vielleicht 2 Liter Auto stehen hat, der weiß dann auch, dann 5,5, 6 Liter, das sind richtig große Motoren. Dodge Viper Competition Coupé, GT3 Fahrzeug, die hat 8,2 Liter Hubraum. Ja. Jetzt müssen wir da. Ja, aber dann müsste das ja das schnellste Auto im Feld sein. Nee, denkst du? Da ist ja nämlich diese Blend of Performance noch. Darauf kommen ja auch noch zu in dieser Saison. Das hat auch was mit Le Mans zu tun, mit dieser BOP. Da werden wir uns mal Beispiel 24 Stunden Le Mans nehmen. Audi. So. Aber das machen wir alles dann in Sepang, denn. Wie, weshalb, warum? Und, ja. Was gab's auch bei den GT? Da wir sind jetzt gerade beim Schubert drauf, der verfolgt da vorne den Führenden, allerdings sich haben auch bei ihm auch immer wieder stehende Reifen. Also der fährt wirklich schon am Limit, der versucht da jetzt auch wieder der stehende Reifen. Der versucht wirklich dran zu bleiben, aber der Marc Danisch, der fährt wirklich vorne da seine Runden, der kommt ja überhaupt nicht dran, auch mit den stehenden Reifen. Also das ist Wahnsinn, der muss immer noch ein bisschen da hinten gucken. Der Travaglio ist gut eine Minute weg, 59,188 Sekunden eben. Ich weiß nicht, ob der Travaglio, ja, der fährt auch ein anderes Auto, richtig? Ja, das ist ein LMP2. Genau. Schnellste Runde jetzt nochmal von Marc Danisch wieder. 1,54,674. Meine Herren, was eine Rundenzeit. Ja, ja, und ansonsten hat der ACO sich gesagt, die GT1, wir sehen darin keinen Sinn mehr, diese Fahrzeuge, die auf 24 Stunden zu erbauen. Das hat keinen Sinn, das wäre ein Grund. Ja, für eine Le Mans Series haben sie fast 2,5 Millionen Euro bezahlt insgesamt. Ersatzteile muss man ja auch rechnen, die ganzen Reisekosten, Fahrzeugkauf, ja. Mechanikergehälter, dies und das. Man hat zwar Sponsoren, aber einfach zum Sponsor, ich hoffe mal 2,5 Millionen Euro. Also ja, das gehört alles mit zum Budget. Das muss alles mit einberechnet werden. Das ist richtig Geld. Travaglio läuft jetzt übrigens auf die nächste Überrundung auf. Mal gucken, ob der ihn sieht. Ja, hat er ihn gesehen? Ja. Fährt rechts rüber, lässt ihn dann die Innenbahn zum Überrunden. Sicher gemacht. Ja, und war das der Schmich? War der. Ja, das war der Schmich. Der hat sich nämlich eben, da waren wir auch kurz auf dem Bild drauf, der hat sich auch ein paar Mal verbremst. Also die Fahrer, die geben hier immer noch alles. Guck mal, wir fahren seit anderthalb Stunden und die hauen wirklich hier noch die Rundenzeiten raus. Der Danisch fährt vorne die schnellsten Runden, ein paar persönliche haben wir, stehende Reifen. Also die fahren wirklich noch am Limit jetzt nach über anderthalb Stunden. Ja. Ja, und der ACO hat in 2010 gesagt, nee, GT1 ist für uns gestorben. Es gibt die FIA GT1 Weltmeisterschaft, die von Stefan Hartel organisiert wird. Hier aber auch ein totaler Flopper. Wieso, weshalb, warum? Alles die ganze Saison, also das heißt, im Motorsportkunde werdet ihr diese Saison hier haben, auch wenn es nichts mit der PR-LMS zu tun hat, aber ist doch mal schön, das Ganze mal zu wissen, wieso, weshalb zum Beispiel GT1 so gesehen hat. Naja, auf jeden Fall gibt es ja nur noch die GT2-Klasse und da hat man sich gedacht, ja, wir wollen aber GT2 nochmal unterteilen. Der ACO hat dann überlegt, wie machen wir es? Machen wir es nach den Fahrerstärken, ja. Weil es sind ja teilweise Privatfahrer und Werksfahrer gegeneinander gefahren und hat dann gesagt, nee, also das können wir nicht so zulassen. Eine Klasse in GTE. O1, GTE ist keine neue Klasse, das ist die ehemalige GT2, so gesehen gibt es die GT2 auch nicht mehr. Die heißt nämlich jetzt nur noch GTE. GT Endurance O. Fahrer besetzung professionellen Fahrer, die mindestens eine Gold haben. Gold und Platin. Platin ist ja Formel 1. Benz und Gold ist Werksfahrerstatus. Und die GT Amateur, das ist halt Silber, Bronze, internationale A-Lizenz, die man halt für Le Mans benötigt. Und in der GT Amateur-Klasse dürfen Fahrzeuge nur bis Baujahr 2011 auf dieses Jahr bezogen jetzt, genutzt werden. Das heißt,
Man wird zum Beispiel den neuen Porsche 997 RSR Spec, also Version 2012, gar nicht in der GT Amateur sehen, weil der da nicht zulässig war, aber zum Beispiel in der GT Pro wird man das sehen, was in der European Le Mans Series neu ist. Natürlich die Formula Le Mans, also in die LMP3 Klasse, Orica Motor, übrigens im Endurance war auch schon mit drin, nur wer sie schon gefahren ist, weiß, das ist ein Salinzaun drin und vielleicht macht der Endurance auch das. Und in der European Le Mans, American Le Mans, ist die ETC Klasse, die Challenge Fahrzeuge sind. Bisschen GT3 Modelle, zum Beispiel in American, bei der American Le Mans Series fährt da ja der Porsche 997 GT3 Cup mit, bekannt von Porsche Carrera Cup, Deutschland, Italy, France, Great Britain und wie sie alle heißen. Und European fährt ein McLaren MP4 12C mit, wo übrigens, und da auch mal ein kurzes Statement, wer bitte nicht am Nürburgring war, bei den Test- und Einstellfahrten der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring, da hat das Team Mbala Racing erwischt, haben es geschafft, ein genau neuen Plan MP4-12C zu zerstören, Fahrer sowohl Luca Ludwig gewesen sei, der letzte Saison Christopher Mies in der GT Masters gefahren ist. Es geht, da gibt es leider nichts Offizielles, aber ich habe vorhin nochmal in Facebook geschaut, ihm soll es wohl gut gehen, den Luca Ludwig, und da auch noch. Das ist das Wichtigste bei so, so einer Sache dann. Genau, das Auto, wie das aussieht, das sah. Headshot! Hat der Wittmann, müsste das sein! Und da rede ich gerade vom. Jawohl, Crash. Das ist der Wittmann! Und dem fehlt der Frontsplitter, oh, das ja, ist schwierig. Und ich habe mir eben noch gedacht, da fährt er auf Position 8 zwar, aber der fährt das Rennen zu Ende, der hat die Motivation und das musst du ja auch haben, du hast nach vorne ziemlich Abstand. Aber der Junge, der sammelt hier die Erfahrung, der fährt weiter, der macht und tut und es ist schade für ihn, dass er sich da jetzt den Frontspoiler abgehauen hat. Ich hoffe mal, dass geht durch den Boxenstopp wieder alles in die richtige Richtung, dass er da nicht irgendwie ein krummes Auto hat. Wie siehst du das, Christoph? Ist der krumm, der Wagen? Definitiv. Der Chrom mal gucken. Jetzt muss er erstmal an die Box. Die Crew muss das jetzt reparieren. Der Wittmann hat einen Pitstop. Unplanmäßig. Ja, und der Marc Anisch hat auch einen Pitstop gehabt. Der ist jetzt nur noch auf 2. Der Travaglio wird vorbeigegangen. Ey, der Danny Schubert. Ah, der Schubert, genau, der war ja auch noch dabei. Natürlich die Frage: War Schubert eigentlich drin? Ja, der Schubert führt. Und ob der Danny Schubert 11 Sekunden aktuell seinen Vorsprung, ungefähr 12, der Danny Schubert dann mal rein muss oder nicht? Wie lange haben wir jetzt noch? Jetzt 25? Nee. 22 Minuten, sehe ich es richtig? Richtig, 22 Minuten 45 Sekunden noch von ehemals 2 Stunden. Und wir haben ungefähr 11 Sekunden Vorsprung von Schubert auf Danisch. Muss der Schubert denn nochmal? Ja, das ist halt, was ich gerade am überlegen bin. Sag jetzt mal ja. Und Quokka kommt jetzt an die Box. Quokka kommt an die Box, okay. Wo haben wir das Bild? Position 4. Richtig, 4 war, ist der noch. Jawohl, Oliver Quokka an der Box. Wir sind gerade drauf, der steht erst 4 Sekunden. Für Sie wieder den Service. Der TV-Team rennt mal zum Auto. Ja, die sind aber heute. Der Faktor war nicht nach vorne und darum andauern diese Bewegung. Der Schaden, der da mal hat, der ist jetzt auch wieder behoben. Den haben sie jetzt auch gleich am Boxenstopp behoben. Rad Nummer 11. Leuchten. Also ganz synchron sind sie aber nicht mehr. Wir sehen, dahinter ist eigentlich. Ja, da hinten ist ohne. Ich wollte schon sagen, dass.
Fährt jetzt wieder los. Jawohl, 56 Sekunden, Oliver Kwoka. Auszeiger auch noch raus. Doug, das ist eine Überrundung, die sich jetzt zurück überrundet. War das der Wittmann? Nee, das war der Schmich. Das war der Schmich, genau, der fuhr das andere Auto. Der zeigt jetzt hier gerade durch Lichthupe an. Komm, Junge, fahr vorbei, du hast den Stopp gemacht. Du bist der, der weiter vorne ist. Gut gelöst vom Schmich. Dann sehen wir nochmal, wie schnell sich so ein LMP lösen kann. Klasse. Da dann den nächsten im Heck, die nächste so. Überrundung, jawohl. Da war der Benny Schumann. Ja, der will jetzt natürlich da vorne, wenn er keinen mehr machen muss, dann ist er natürlich jetzt unter Druck. Da muss er jetzt gucken, dass er den Danisch hinter sich hat. 9,7 Sekunden sind es laut Anzeige oben links. Jetzt noch 20 Minuten noch Zeit für den Mark Danisch, wenn der Schumann nicht mehr an die Box kommt. Sind ist denn so ein Splitterstopp vorstellbar, Christoph? Dash and Dash, wenn schon, wenn schon. Kann es nur noch sein, so. Ja. Also ich weiß nicht, ob sein Bremspedal irgendwie kaputt ist oder er wirklich kurz die Bremse immer aufmachen muss. Schubert hat einen Stop weniger gemacht als der Mark Danisch. Ja. Ich glaube, er muss noch mal vorstellen, dass er wird die Reifen das entschaffen? Ja, wird natürlich nicht, was Schubert fährt für eine Reifenmischung. Wir wissen ja, Danisch fährt ja soft. Weiß ja nicht, was Schubert fährt, ob er mittel oder hart fährt. Nee, bei hart kann ich mir das nicht vorstellen, da würden die Reifen zu kalt werden. Wenn der Junge Medium fährt und der Sprit würde vielleicht nicht ganz ausreichen, kann man da mit dem Motorprogramm ein bisschen spielen oder ist das so gering, dass man da nicht wirklich einen Stop durchsparen kann, ohne da jetzt mit 50 über die Strecke zu kriechen? Ich meine, die werden alle Motormatic 1 haben, also Motor haben. Weiß nicht, wenn er jetzt andauernd 2 gefahren ist, dann müsste er nochmal rein. Wenn er jetzt andauernd 1 gefahren ist, ich weiß nicht. Ja, meine Damen und Herren, auch kurz vor Schluss noch 18 Minuten bei unserem 2-Stunden-Rennen. Immer noch Spannung drin hier im Rennen, auch wenn wir nur 13 Autos in Anführungsstrichen hatten. Wir haben immer noch die Spannung drin. Schubert führt vor Danisch und wir wissen nicht, kommt er nochmal, kommt er nicht. Spekulieren Sie zu Hause mit, suchen Sie sich Ihren Favoriten von den beiden raus, drücken Sie den Jungs die Daumen. Auf jeden Fall sehen wir ein interessantes Rennen heute. Auf jeden Fall, also hier auch wieder schön zu sehen, diese Achterbahn, Strecke hoch, Strecke runter. Erinnert mich wirklich so ein bisschen an Belgien. Ja, da wir fahren ja auch in Spa-Francorchamps, das ist nämlich 11. Ja. Das letzte 2-Stunden-Rennen, bevor das letzte dann ja wieder 4 Stunden ist. Genau. Der Rennkalender auch nachzulesen unter www.pro-racer.de. Wir schauen mal, was der Marc Danisch dahinter macht. Hier ist das Bild aus seiner Cockpit-Perspektive. Der wird wahrscheinlich jetzt genauso rätseln wie wir. Kommt der da vorne nochmal? Kommt der nicht nochmal? Muss ich Pinky? Muss ich ihn auf der Strecke überholen? Das sind jetzt wahrscheinlich Fragen, die ihm durch den Kopf gehen. Aber da sehen wir es schon. 8,5 Sekunden, da hat er wieder Zeit gewonnen. Ja, die Reifen werden jetzt wohl vom Danisch, beziehungsweise vom, nicht Danisch, sondern vom Schubert jetzt so langsam ihren Gripniveau verlieren. Ja, da muss Danisch dann seine Chance suchen. Können übrigens Wetten abgeschlossen werden intern im Chat oder wo auch immer. So, wir finden, kommt da rein, kommt da nicht rein? Was wird angeboten? Welche Quoten?
Boten kann sich selber ihr Netz ausrechnen. 8,1 Sekunden noch, Schubert auf Danisch. Der holt auf der Danisch. Ja, und wie jetzt 8 Sekunden genau? Da, also, er müsste noch vorbei. Das ist es. Mal sehen, also schau mir mal jetzt gerade die letzte Rundenzeit an und da war der Danisch mal so eine Sekunde schneller als der Schubert, also. Schwierig. Ja, das wird auf jeden Fall ganz knapp. Jetzt muss der Danisch zur nächsten Überrundung. Jetzt muss er zusehen, dass er da keine Zeit verliert, dass er da schnell vorbeikommt. Vielleicht auch wieder die Lichthupe anwenden. Das haben wir ja schon häufiger gesehen. Ja, da ist er. Wie angekündigt, meine Damen und Herren, da ist die Danisch-Lichthupe. Hast du gesehen, wie früh er das angekündigt hat, Christoph? Hast du gesehen, wie früh er die Lichthupe gedrückt hat? Ja, das ist aber bei den LMP1 normal. Also, klar, für den Otto normal. Zuschauer, der sowas nicht kennt, der wird sich jetzt, was macht er das jetzt schon, der ist doch noch so weit weg, aber der Unterschied zwischen LMP, obwohl da vorne ist ja auch ein LMP, ja trotzdem, das ist einfach Sicherheit nicht, dass man kurz vorher eine Lichthupe gibt und dann kracht es wie bei Mike Hockenfeller 24 Stunden Le Mans, naja. Da gibt es übrigens auch noch interessant eine Regeländerung seitens ACO, wenn ich darauf nochmal kurz eingehen darf. Manuel? Ja? Und zwar, abseits diesen schrecklichen Unfall von Mike Rockenfeller, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, 2011, 24 Stunden Le Mans mit dem Ferrari nachts, ja, Mitternacht ungefähr. Habe ich nicht gesehen damals. Auf jeden Fall ist er Richtung Indianapolis mit 300 Sachen abgeflogen, mit über 300, fast 320 km/h laut der offiziellen Audi-Datenaufzeichnung. Frontal in die Leitschiene war ohne Mist durchgebrochen, die haben 3 Stunden dran repariert, dadurch auch eine 3-stündige Safety-Car-Phase und Monocoque von Audi war ja aus ein Stück. Und ja, man kann sagen, das hat. Herr Weber, dürfte ich es kurz unterbrechen? Ja, natürlich. Der Magdansch ist vorne. Oh. Ja, also Webbüro ist zu. Wir wissen jetzt nämlich, der Schubert war. Box. Abstand kann ich mir gar nicht vorstellen. An der Box war der, glaube ich, nicht. Der muss irgendwo einen Fehler gemacht haben. Ja, wir spulen mal eben zurück. Ich habe die Vermutung laut dem Abstand, dass er in der Box war. Ja, er war in der Box da. Jawohl, der war in der Boxkasse. Hier sehen wir und das, ja. Würde ich jetzt sagen, herzlichen Griff und Schmack, aber wir haben ja noch ein paar Minuten, da kann ja auch noch was passieren, der Markt Anisch kann ja auch noch ausfallen. Wir warten auf den Abstand, 27 Sekunden, auch mit frischen Reifen behaupte ich jetzt mal, sollte alles dabei bleiben, sollte nichts passieren, von wegen ich mache einen Fehler, ich baue einen Unfall oder ich hole mir einen Kaffee, dann passiert da nichts mehr, sollte zumindest nicht. Sage niemals nie. Ja, das haben wir heute schon des Öfteren gelernt. Aber um nochmal ganz kurz bei diesem Unfall. Auf jeden Fall ist Rockenfeller selbst aus dem Auto ausgeschieden, das Auto, das war kein 18 mehr, das war einfach nur ein Haufen Schrott, ja. Und im Interview mit diesem Ferrari 458 hieß es dann, ich habe diesen Audi 18 gesehen, ja, ich habe gesehen, dass er Lichttube gegeben hat, aber ich wurde so geblendet von diesen LED-Leuchten, die ja der Audi 18 hat, ich wusste nicht, ob der jetzt noch 100 Meter von mir entfernt ist oder direkt schon in mein Heck ist. Und er hat gedacht, na, es ist noch ein bisschen hin, bis der 18 wirklich dran kommt, beziehungsweise am Überrunden ist, fahre ich mal ganz normal meine Diagonallinie erstmal und dabei hat es dann gekracht. Naja, und da hat der ACO gesagt, okay, Audi darf ihre LED-Leuchten behalten, aber, was heißt aber, GT-Fahrzeuge und
auch die LMP2-Fahrzeuge dürfen eine so gesehen, kennt man vielleicht vom Auto, eine Abblendfolie an ihren Rückspiegeln ja, draufkleben, damit das Licht ein bisschen ja, nicht direkt in die Augen reflektiert. Ich, das ist am besten. Man kann besser den Abstand abschätzen halt jetzt. Und da kam der ACO mal den GTs voran. Der ACO hat sich auch entschuldigt, weil die wussten nicht, ja, wann beziehungsweise wie so ein LED-Licht leuchtet. Das war ja das erste Jahr, wo man LED-Leuchten zugelassen hat. Da hat der ACO gesagt, da kommen die GT E-Fahrzeuge entgegen. Ja, und bin mal gespannt, ob Le Mans 2012 dann ja schwere Unfälle gibt oder ob es dann dies Jahr ein glimpfliches Rennen, denn insgesamt waren 2011 und 6 Stunden Safety Car Phase. Ja, wir hoffen mal nicht, dass es dazu kommt. Christoph, ich würde ganz gerne mit dir einmal das Feld durchgehen, 10 Minuten vor dem Ende. Ja, wenn du das machen willst, dann... Ja, machen wir das. Natürlich. Ich würde mal sagen, wir fahren mit Wittmann an. Ich habe eben schon gesagt, gut durchgehalten da hinten, ist sein Rennen gefahren, hat durch ein paar Ausfälle natürlich auch profitiert. Ansonsten hat er heute ein paar Kilometer gesammelt, auf jeden Fall beim 2-Stunden-Rennen. Ja, und dann eben leider der Unfall, den wir da gesehen haben. Jetzt kommt hinter ihm noch ein Auto, eine Überrundung müsste das sein, natürlich. Das ist der Marc Danisch, richtig? Jawohl, ja. Auch wieder die Lichthupe hinter ihm. Marc Danisch kündigt sich an. Oh, jetzt nur nicht zu früh nach innen ziehen? Oh, ja, Profis, Profis. Gehen wir das Feld mal weiter durch. Auf Platz 7 haben wir dann den Schmich. Bei ihm habe ich heute genau das häufig gesehen, wenn wir auf sein Auto drauf waren. Ich habe ein bisschen viele Verbremser meiner Meinung nach gesehen. Wir haben insgesamt im Feld viele Verbremser gesehen, aber bei ihm finde ich doch schon ein bisschen überdurchschnittlich viel. Eine sehr aggressive Fahrweise meiner Meinung nach. Fährt der Schmich denn immer so oder hat er vielleicht ein bisschen Probleme heute mit dem Auto gehabt? Er fährt immer so, das ist eigentlich normal bei ihm. Das ist ein Fahrstil. Ja, so kenne ich ihn zumindest im Endurance Sport. Wenn man ein Endurance Rennen wie er jetzt Formel 1 oder ja, das weiß ich jetzt nicht. Weil wenn es um Strecken geht, dreht er sich normalerweise. Jawohl, nicht. Wo wir gerade beim Thema wären, Herr Schmich. Ja, jetzt geht auch so langsam die Konzentration flöten, auch nach 2 Stunden, wie gesagt, ist mit ja. Einer der schwersten Mods im R-Faktor, also da ist zum Beispiel Nordschleife, also wenn du Nordschleife und Endurance fährst, dann kannst du nach 2 Stunden, würde ich sagen, so, entweder jetzt duschen oder erstmal was essen. Ja, und jetzt nochmal Konzentration hoch, da gibt's nochmal die Überrundung, jetzt bloß nicht auf den letzten Metern noch irgendwelche Fehler machen, Jungs. Ja. Das wäre schade, wenn sich da jetzt kurz vor Schluss nochmal jemand raushauen würde. Aber da hat er aufgepasst, der Schmich. Das hat er gut gemacht. Auf Platz 6 haben wir Montana. Ja, da haben wir auch einen Unfall gesehen. Da flog die ganze Front weg. Was war denn? War das der Unfall mit Quoka? Nee. Der Unfall mit Andrew. Genau, der ist, ja, der hat, glaube ich, vorne die Front verloren hier. Ja, das war eigenverschuldet, also. Da wäre mehr drin gewesen, Christoph. Ja, aber wie gesagt, es ist ja erst das erste Rennen. Wir haben ja noch 11 weitere und die Saison hat gerade erst begonnen. Wer mitfahren möchte, in 3 Wochen geht's weiter am 14.04. www.pro-racer.de, da alle Informationen und durch das Fahrerlager verfügbar. Ja, dann gehen wir mal weiter durch. Auf Position 5 haben wir derzeit. Saunders. Der hat, glaube ich, auch einen Zwischenfall gehabt. Da musste auch gewerkelt werden. Da haben wir auch ein bisschen Bastelbude heute kennengelernt. Ja, am Ende bleibt jetzt über 30 Sekunden Rückstand auf Quoka. Da wäre, glaube ich, auch mehr drin gewesen heute. Aber ja, wir sind am Anfang der Saison. Da auch ja, ein bisschen weit raus jetzt, aber gut. Der hat nach hinten auch genug Vorsprung. Das dürfte nicht allzu schlimm mehr sein. Ansonsten
wenn er vielleicht das nächste Mal sich aus dem Gröbsten raushält, dann kann es vielleicht richtig weit bis vorne aufs Podium vielleicht sogar gehen. Also den Jungen, den schätze ich als ziemlich gut ein. Wie siehst du das? Ist das auf jeden Fall für dieses Jahr Kandidat für Podiumsplätze? Ja, wenn mal alle mitfahren, muss ich ehrlich sein, nicht. Aber wenn so ein Feld wie heute ist, auf jeden Fall. Also das ist meine ehrliche Meinung, nichts gegen den Andrew, ja, aber meine Eltern haben mir beigebracht, ich soll nie lügen. Okay. Gut, Steigerungen in der Saison sind immer noch möglich. Gehen wir das Feld mal weiter nach vorne durch. Auf Position 4 haben wir Oliver Kwoka. Da haben wir vorhin den schönen Zwischenfall gesehen. Er war auf der Außenbahn. Saunders war das, glaube ich, sogar, den wir gerade gesehen haben. Auf der Innenbahn, der dann in das Auto reinrutschte oder Kwoka reinzog, wie man es jetzt sehen möchte, wie man jetzt die Betrachtungsweise zieht. Ja, bei mir würde ich sowas wahrscheinlich unter Rennunfall abhaken, wenn ich da beteiligt gewesen wäre. Irgendwo war halt kein Platz mehr, die beiden waren zu schnell und gut. Aber ja, müssen die beiden unter sich ausmachen. Wir sind alle erwachsene Leute. Da bin ich fest von überzeugt, das kriegen die hin. Ja, trotz des Zwischenfalls, Kwoka auf Position 4 heute, für mich ist der ein, bis auf diesen kleinen Zwischenfall, ein sauberes Rennen gefahren, oder? Auf jeden Fall, ja, außer dieser Zwischenfall mit Andrew, aber da muss man mal gucken. Passiert. Genau, wie gesagt, Anfang der Saison, alles ist noch möglich. Rein theoretisch kann ich auch noch Meister werden, also. Ja. Aber ich muss ja kommentieren. Ja, genau, du musst kommentieren. Gehen wir mal weiter nach vorne. Da haben wir Stefan Travaglio. Meiner Meinung nach heute vielleicht einer mit der Tagesbesten, was die fahrerische Leistung her angeht. Er hat spät gestoppt, ist deswegen kurzzeitig sogar bis auf Platz 2 gefahren und ist mit diesem Auto, finde ich, ein richtig starkes Rennen gefahren, oder nicht? Auf jeden Fall, und man muss auch dazu sagen, das ist ein LMP2-Fahrzeug und der Kwoka ist LMP1, so wie der Andrew. Also, gefahren, schauen wir mal, was er die nächsten Rennen so bringt. Wenn er die Leistung konservieren kann, dann ist das nicht nur heute Platz 2 im Podestplatz, sondern dann könnte der vielleicht auch unter die ersten paar Plätze mit reinfahren, wenn auch mehr Starter im Feld sind. Ist das möglich überhaupt mit diesem Fahrzeug? Ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe dir jetzt gerade gar nicht zugehört bei der Frage. Okay, ich habe gefragt, ob dieser zweite Platz jetzt heute dem Starterfeld auch mit bedingt ist oder ob der vielleicht auch mit diesem Auto, das er fährt, das ja ein bisschen unterlegen ist, auch vorne mit auf die vordersten Plätze fahren könnte, wenn wir ein größeres Starterfeld haben. Ist das auch möglich mit diesem Auto und mehr Startern? Ja, er spart ja einen Boxenstopp und muss mal gucken, wenn mehr dabei sind, die das dann wirklich aus. Könnte vielleicht so ein bisschen eine Überraschung werden dieses Jahr. Ja. Ja, sauberes Rennen. Schauen wir mal auf Position Nummer 2. Ja, da haben wir den Herrn Schubert, der auch kurzzeitig das Rennen mal angeführt hat. Der ist jetzt 30 Sekunden hinter Marc Danisch. Da hatten wir ein bisschen spekuliert. Kommt der, kommt er nicht? Dann ist er gekommen und dann ist der Marc Danisch wieder an ihm vorbeigefahren. Heute wird es wohl der zweite Platz werden, wenn nichts mehr passiert. Ja, das finde ich auch ein richtig gutes Rennen gewesen. Konnte dem Danisch sein Speed nicht ganz folgen, aber konnte mithalten. Ja, dann bleibt uns nur noch der Führende, und zwar Marc Danisch. Zwei Leer hat er, glaube ich, drin gehabt. Ansonsten ist er ziemlich konstant gefahren. War besonders in der ersten Rennhälfte, fand ich, die Konstanz in Person. Hat Rundenzeit am Fließband abgeliefert. Wir haben hier unten immer in unserem Screen wieder gezeigt gekriegt, schnellste Runde. Also der Marc Danisch ist heute ein richtig gutes Rennen gefahren. Und wenn da nichts mehr passiert, die letzten zwei Minuten, dann würde ich mal sagen, gewinnt der heute den Grand Prix. Verdient? Auf jeden Fall. Wenn der Boxstopp nicht gewesen wäre, wäre es noch spannend gewesen. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal wird. Ja, vielleicht kann der gute Schubert ja noch ein bisschen die Strategie anpassen oder kann noch ein bisschen was ändern oder so. Vielleicht findet er auch einfach noch irgendwo ein bisschen Speed oder die Strecke liegt ihm ein bisschen mehr und dann haben wir da vorne einen richtig guten Zweikampf. Letzte Runde? Ja,
Genau, letzte Runde. Wir haben noch 1:30 jetzt noch auf der Uhr. Man braucht allerdings für eine Runde mehr Zeit. Das heißt, die Uhr bleibt bei 0 stehen, wenn er sich in dieser Runde befindet. Das heißt, wir befinden uns in der letzten Runde. Magen Danisch hat nur noch diese Runde bis zum Ziel und zum ersten Saisonsieg im ersten Rennen. Schubert nochmal mit einer schnellsten Rennrunde, meine Damen und Herren. Was fehlt noch zu einem super spannenden, super tollen, gelungenen Rennen, eine schnellste Rennrunde in der letzten Rennrunde? Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Schubert. Oder guckt er noch was von Danisch, dass er sagt, ich konnte da nochmal? Das wäre es jetzt natürlich. Jawohl, Marc Danisch auf den letzten Metern. Da unten sehen wir nochmal die Zwischenzeit von Danisch auf Schubert. 28,365 Sekunden war das vor dem letzten Messpunkt. Das ist Vorsprung genug, auch wenn der Schubert da hinten noch eine schnellste Rennrunde gedreht hat. Auch da hinten passiert nichts mehr. Quoka und Saunders sind in derselben Rennrunde, haben allerdings genug Abstand, dass da auch nichts mehr passieren sollte. Da wird soweit ohne irgendwas auch nicht passieren. Ich würde mal sagen, dann bleiben wir die letzten Meter beim Sieger Marc Danisch. Gehen mit ihm die letzten paar Kurven nochmal durch. Er hat noch ein paar Kurven. Konzentration hochhalten, Junge, du hast nicht mehr weit. Hier nochmal die schönen Berge da links im Hintergrund. Herrliche Strecke, aber gleich zum Streamanfang schon festgestellt, als der Marcel Witt noch bei uns im Stream war. Und dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch zum ersten Saisonsieg, Marc Danisch. Super fehlerfreies Rennen gefahren. Wir warten jetzt auf die Zielankunft von Herrn Schubert. Ja, gleich im Interview. Sehen Sie nochmal die Ergebnisse als Service von uns. Gleich im Interview werden wir übrigens die drei Sieger aus der jeweiligen Klassen haben, also Marc Danisch für die LMP1, Stefan Travaglio für die LMP2 und Andrea Schmich für die GT1. Das sind unsere Interviewgäste gleich. Ich denke, das ist eine ziemlich schöne, ausgeglichene Runde, auch von verschiedenen Fahrzeugtypen. Vielleicht können die auch noch mal ein bisschen was zum Verhalten der Autos sagen. Und vielleicht können wir dann auch die Frage, die wir uns eben gestellt haben, mit Travaglio, ob er da vorne noch weiter reinfahren kann, dieses Jahr mit dem Auto. Vielleicht kann er die ja selber beantworten. Wir haben ja noch 11 Rennen Zeit und da werden wir auch Zeit haben, ein bisschen mehr ans Verhalten dieser Fahrzeuge und warum ist zum Beispiel ein Audi, ein Dieselmotor drin. Wir haben Zeit. Richtig, ach, wir haben noch eine ganze Saison lang Zeit. Ja, Marc Danisch, ein super Rennen gefahren heute, finde ich. Verdienter Sieger. Aber ich finde, das Rennen hat auch gezeigt, wie schwierig das eigentlich ist mit diesen Autos. Selbst der Marc Danisch, der da vorne richtig konstant gefahren ist, der hat auch seine Dreher heute drin gehabt, seine zwei Dreher. Einmal wäre eben sogar fast in die Überrundung da reingeklatscht, da wäre das Rennen vielleicht sogar vorbei gewesen. Wer weiß, was wir dann für ein Ergebnis gehabt hätten. Da darfst du wirklich die Konzentration nicht verlieren bei so einem 2-Stunden-Rennen. Schöne Bilder hier. Ja, und es sind auch noch Punkte. Jawohl. Rennen ist beendet, Auslaufrunde auch. Wir haben unser Ergebnis. Also Runde 2 werden die 2 Stunden auf Sepang sein. Und ja, wir sind eigentlich auch schon auf der Strecke. Das ging ein bisschen ist, also das war laut. Ja, das Spiel 1. Schaltet automatisch, glaube ich, um ins nächste Rennen. Ja. So, jetzt hatte ich nur noch auf die Interviewgäste. Richtig, Christoph, du machst die Interviews und ich darf mich schon verabschieden. Ja, danke Manuel, dass du hier warst und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Ja, herzlichen Dank. Fängt er jetzt gerade an. Bis eben war noch Arbeit. Ich bedanke mich, dass ich heute hier den Stream mit dir kommentieren durfte. Bedanke mich bei allen Zuschauern, die heute dabei waren und ganz besonders bei allen Fahrern, die uns heute wirklich ein super Rennen geliefert haben. Wir hatten 13 Starter und die haben es richtig
richtig eingeheizt hier. Von daher, herzlichen Dank an die Fahrer für das tolle Rennen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Alles klar. So, gleich sollten meine Interviewgäste kommen. Ich sehe sie schon hochlaufen in die Kommentatorenkabine. Der eine klopft schon. Lassen wir sie mal alle rein. So, wir haben für die GT1 haben wir den Andreas Schmich hier. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Andreas. Hier in der GT1. Ja, dein... Ja, wenn man ehrlich sein soll, so richtig einen Konkurrent hattest du ja heute nicht, oder? Nee, das war mehr Kiste halt nach Hause bringen. Ansonsten, ich kenne ja viele von den Lutz-Enger-Events. Wie lange bist du jetzt diese Corvette nicht mehr gefahren? Oh Gott, ich glaube ein halbes Jahr oder so. Das letzte Mal mit Ausfahrt und dann jetzt halt wieder. Ansonsten, ganz kurz, 3 Wochen Sepang. Bist du dabei? Oder, weißt ja, du da schon mehr? Und wieder Anteil. Aha, alles klar, dann herzlichen Glückwunsch nochmal und dann sind wir mal gespannt, ob denn in der GT1 beim nächsten Mal mehr dabei sind. So, dann kommen wir zur LMP2-Klasse. Der Stefan Travaglio, herzlichen Glückwunsch, Stefan. Danke. Du hast dich ja da an allen möglichen, auf gut Deutsch gesagt, Scheiß rausgehalten. hoffst du, du kriegst beim nächsten Mal mehr Konkurrenz? Ja, ich denke schon, denn ich glaube, man kann sagen, dass alles für mich gelaufen ist heute. Der Alkmann, der war ziemlich schnell, hat mich am Start überholt, aber hat sich dann leider rausgedreht, glaube ich. Und von da an war es ziemlich locker, das Ganze. Ja, ansonsten ganz kurz noch bei die Sepang. Magst du die Strecke oder sagst du, nee, um Gottes Willen? Ja, schon. Also, ich mag sie viel mehr als San Luis. Denn San Luis, das erinnert mich zu sehr an den Stadtkurs von Valencia und solche Strecken finde ich nicht ganz so toll. Aber ich bin trotzdem gerne gefahren. Und hast auch noch den Sieg eingefahren. Herzlichen Glückwunsch. Und für die LMP1 Marc Danisch, herzlichen Glückwunsch, Marc. Danke. Das war ja doch noch ein bisschen spannend, als der Herr Schubert irgendwie noch nicht zum zweiten und letzten Mal in der Box war. Ja, ansonsten, du hast ja auch von vorne weg eigentlich fast immer geführt bis zu den Boxenstopp. Mit welchem Motorprogramm bist du gefahren? Also, bis letzten 3-4 Runden 1. Dann habe ich einfach mal hochgeschraubt auf 5, weil ich so viel Sprit noch drin hatte. Ja, und wenn der Motor auch noch hochgegangen wäre, wäre auch nicht so schlimm gewesen, ne? Ja, ich kann ja die Sachen alle sehen, also da war noch alles im grünen Bereich. Das sind die Leute, die übrigens während der Fahrt wirklich jeden Mist abchecken, also unglaublich, das könnte ich nicht, ich kann keine 2 Dinge gleichzeitig machen, fahren und auch noch Telemetrie auswerten, unglaublich, herzlichen Glückwunsch, Marc, ansonsten... Das macht man doch nur, wenn man geradeaus fährt. Ja gut, also darfst du das nächste Rennen mitfahren, nächstes Rennen Sepang. Freust du dich auch schon drauf oder auch so ein, nee, bitte nicht? Also die Strecke mag ich nicht so, aber wird spannend werden. Ja, dann hoffen wir mal, dass beim nächsten Mal mehr dabei sind als, ja, wie soll ich das jetzt am besten? Mir fehlen jetzt gerade irgendwie die Worte. Es sollen auf jeden Fall mehr Fahrer dabei sein und ihr könnt da mitmachen. www.pro-racer.de. Meldet euch an für die Le Mans Series. In 3 Wochen geht's weiter auf den Sepang International Raceway in Malaysia. Das war auch schon der Samstagabend hier auf Simrace TV. Ich müsste jetzt lügen. Ich weiß nicht, ob auf den anderen Streams noch eine Übertragung ist. Ansonsten, Sendehinweis in Sachen Simrace TV. Nächste Woche wieder die ins Langstreckenserie mit Lutz Enger und Harald Galinus. Einschalten ist auf jeden Fall Pflicht. Ansonsten nächsten Mittwoch Saisonfinale der Pro Racer WTCC Meisterschaft. Wenn ihr da auch nochmal als Gaststarter fungieren wollt, www.pro-racer.de, ebenfalls die Adresse. Mein Name ist Christoph Lieber. Ich bedanke mich an allen Zuschauern, Fahrern und an Race Control, Serienleiter etc. pp. Auf jeden Fall alle, die daran mitgewirkt haben, dass diese Rennserie entstanden ist. Danke dafür und wir haben es ja gehört. Ab.
Lauf 2 haben wir auch einen Porsche in der GT1. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, genießt das schöne Wochenende noch. Tschüss und bye bye.